Warum kein Internet? Meuchelin! Aber Jens, sei mal ehrlich, mach hier keinen Unterschied, ob du da Internet hast oder hier kein Internet. Ja, ich würde das sehr 24 nur pennen, Alter, ey. Machst du jetzt schon? Was? Nicht 24 Sehr, sehr, ja. Wenn du mal 5 Minuten auf deinem Stuhl dann pennst. So unnötig. Das war einfach ein Kleinstein, was sich vor mir selbst umgebracht hat. Und es mein Pokémon hat die Attacke avoided. Da ist doch Al-Qaida. Quasi sinnlos. Richtiger Selbstmordattentäter, schön. Oh, Seth hat da Kleinstein so ein Vollbart auch noch, Alter, ey. Ja, Alter. Aber ist in den Pool gesprungen oder so. Was für ein Held. Und kein Mensch war da. Sag ich doch, Held. Ich wette, Julian hat einfach eine Bombe an das Kleinstein geplätzt und wusste, wann er weggehen muss. Kein Wunder, dass das da nichts hier drauf ist. Oh no, wer bist denn du? Noch ein Naruto. Noch ein Naruto. Nein, sorry, das ist Schwarzgurt Monty. Der gute alte Monty. Der Montgomery. Ey Jens, hast du da eben Drachenzahn gekauft, ne? Hier findest du auch noch einen für deine anderen. Warum treffen wir den? Was hab ich gekauft? Was das trägt. Ich dachte, ich hätte Drachenzahn gesagt. Ja, hab ich doch auch gesagt. Ich hab jetzt Rattenzahn bei dir verstanden. Das hab ich gerade gut. Also Rattenzahn? Einfach ein Rattenzahn. Kann man machen. Glaube ich fast auch da, ne? Gegen den Opa, der Opa ist der letzte Trainer. Ah, okay, und dann muss ich nicht mehr kämpfen? Nö. Okay, dann kann ich da hingehen. Oh, das ist ein Pokémon-Center! Ich bin fast zurückgelaufen, Alter, holy shit! Warte mal, du hast den Opa besiegt? Was kurz unterstanden, das wollen wir jetzt umdrehen? Ich dachte, vielleicht kommt noch irgendeiner, der dann plötzlich auf einmal mit mir kämpfen möchte. Ah, ich hätte sagen sollen. Ah, jetzt spricht mich eine ältere Dame an. Was schritten die Oma? Oh, ja. Haben wir mit Sperren gejagt. Oh, ich will auch nur zurück auf ihr 2 Schritte im Pokémon-Dorf. Niemals. Kann das Hut fliegen? Ja, bestimmt. Ich stell mir gerade vor, du bist auf dem Hut drauf. Du hängst einfach so an den Fuß dran. Flieg! Das Ding bewegt sich keinen Meter. Ich hab's gewonnen. Jetzt kann ich auch fliegen. Du kannst dem auch Dings auflockern beibringen. Muss ich hier noch irgendwas machen? Ja, du musst an die Höhle rein. All deine Sachen verkaufen. Alles klar, und dann meine Pokémon, ich verstehe. Das ist clever. Selbst die Oma schon tot und ich krieg dann zum Geist, Alter, ey. Ich wusste es. Oha, aber weißt du das? Mein Auge, Sven. Mein Auge sagt es mir. Sven können Augen reden. Du Lügner. Hochstapler, Lüge. Lüge, Lüge, das gibt ne Rübe. Das heißt, es gibt ne Rübe. Bewerbe ich auch mit Kokosnüsse, Alter, ey. Mit Kokosnüsse! Oh, Initial D Musik. Let's go! Was? Ich hab Musik laufen, jetzt kommt das Initial D Opening. Gas, gas, gas! Bin an Luna vorbeigezogen. Und da zieht er Luna vorbei. Hat genau dieses Geräusch gemacht in der Kamera. Während er im Kampf ist. Hey, Jürgen, du bist gerade ganz nicht zieht an dir vorbei. Oh, wie die immer Hypnose treffen. Tell me why. Tell me why. Gas, gas, gas. Hallo. Hallo. Hallo, Freunde. Hallo, Lolo. Hello Ball habe ich gefunden. Hallo Ball. Hallo! Also hier oben versteckt sich ein Junge rum. Ich glaube, dahinter ist noch ein Item, oder? Junge, jetzt wo ich surfe, hab ich gerade an so vielen Stellen surfen. Oh Mann! Gar kein Bock! Oh, jetzt surfen? Gar kein Bock! Schön! Das wäre schon nice. Wie bitte? Oh. Ah, Drill Run. Run, dum, da 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 Explosion. Explosion! Dieser Anime ist wo die Musik kam, also der Soundtrack. Ja. Gut, hat mir gefallen. Alles echt geil. Explosion. Hast du schon gegen den Galaktik-Boss gekämpft? Yes. Ich denke mal, wir müssen dann hier links weiter.
Was tue ich? Was tue ich? Nö. Ah! Ich die Leute hier. Jo! Auf einmal kommt der was. Auf einmal schreit Hulk durchs Headset, Mann. Ach, Leute, das war schon. Das hat mich überrascht. Kann ich. Nein, ich wollte den alten Opa austricksen. Trick 17. Enkeltrick. Aber er hat in dem Moment hingeguckt. Ja, das ist so. Scheiße, Mann. Du bist kriminell an, Jan. Kriminell, der Wichser, ey. Nonni. Julian, wie wär's, wenn wir dir zum Geburtstag so einen Boxsack kaufen? Dann musst du nicht die Wut an deiner Tastatur auslassen. Wäre, glaube ich, eine gute Option. Niemals. Tut mir ein bisschen leid, wenn ich das immer so höre. Mann, jetzt mach ein Erdbeben! Ein Erdbeben kannst du nicht ausweichen! Mann! Theoretisch kann man da schon aus. Also. Wie trinkst du dann eine Woche? Wie trinkst du in der Woche? Das sei mal ehrlich. Wenn du was trinkst, dir reicht quasi so der Deckel für deinen Tag. Sparsam. Oh, jetzt friss doch die Zacke in dein Gesicht! Also morgen tun wir kein Kuchen, das sage ich jetzt. Morgen habe ich keine Zeit. Gut so. Ich auch nicht. Hast du nicht Urlaub? Ja, deswegen habe ich keine Zeit. Sehr clever. Warum kann das Synthese? Ist es eine Pflanze? Was für Schlafpuder. Schlafpuder. Den alten Mann verloren. Nur, dass ich umgerädert. Oh, schön, ey. Ich wollte es Enkeltrick bei dem machen und der zieht dich einfach ab. Warum? Einfach für die Giga-Drain. Nur mit deinem fucking Giga-Drain. Der Opa macht den nächsten Opa-Trick. Der Opa-Trick. Der sieht dann die Enkel ab. Braucht das noch. Gut, nicht. Oh, nee, ey. Ja, das ist russisch für Scheiße und was weiß ich. Ich hätte russisch können. Aber die Lea. So, Zucker, bleh! Das ist so ein bisschen mehr Kotzen, Alter. Ich finde das immer, das hört sich einfach immer so behindert an bei nicht Muttersprache. Und wenn Erik und Dima das sagen, das hört sich einfach irgendwie so smooth an. Du meinst, so wie es sein müsste, weil man russisch ist? Ja! Und bei jedem anderen hört sich einfach richtig kacke an. Du meinst so, als würde man das auskotzen? Der Opa, der trollt. Es ist Nebel. Wie kannst du mich im Nebel sehen, wenn ich einen Kilometer von dir entfernt stehe? Junge, der ist alt. Seine Augen müssen schlecht. Ich kann den nicht mehr sehen. Der alte Tatagrei. Crazy Typ, Alter. Crazy Typ. Jedes Mal, wenn ich vorbei will, guckt er hin. Nicht während seiner Schicht. Die Sache ist, bei mir hat er nicht einmal weggeguckt. Ich stand da bestimmt eine Minute vor dem, hat die ganze Zeit in eine Richtung gesehen. Ist das mal dein Enkel? Links oben hat er bei mir geguckt. Jedes Mal, wenn ich vorbeifahren will, guckt er auf einmal zu mir. Denkt, ja, du schon mal. Enkel. Guck mal, weißt du, auf dem Fahrrad, dass man voll hört. Wie wär's mal mit vorbeischleichen? Ey, ich bin vorhin vorbeigegangen. Warte mal, hast du nicht einen Hut? Warum machst du kein Dingens? Kein das hab ich gerade weggelegt, weil mich das abgepackt hat, dass er mich jedes Mal gekillt hat. Ich wollte mal versuchen, dass er mich mal nicht trifft. Den Kampf mal ein bisschen gefährer gestalten hier. Ich auch mal eine Chance habe. Da hat er mich nur. Nicht immer nur einen Busch gehen und dann auf ein Pokémon schauen. Tangela tötet alles von mir. Komm, nur mit Giga-Drain. Smash auf den kleinen Stein. Er macht nur Giga-Drain. Oh Mann, ich bin in das eine Gras gekommen, natürlich kommt ein Pokémon. Wahrscheinlich trifft es jede Attacke. Es trifft jede Attacke. Ich werde jetzt von Manni, Junge. Manni, der... Niemand kann so schlimm werden wie der. Manni wird rumschreien, Alter, ey. Ja, es kommt auch noch. Ja, ich sag mal, Manni ist das halt sofort so, weil das Manni ist so... Der ist direkt auf 100. Es trifft alles, es ist unbesiegbar. Die Scheiße ist unbesiegbar. Ultra-Instinkt oder was? Alter, so ein Goku! Aus dem Weg! Aus dem Weg, ja, ich bin richtig besiegt. Da ist Jan! Los, alter Mann, schau weg! Warum hat der Eis? Was sagst du denn für eine epische Ansage? Los, schau weg! Trink nicht hin!
Schau mal Julian zu. Julian, jetzt hast du noch mehr Druck. Ja, das ist blöd, Junge. Warum trifft er denn schon wieder? Ey, Mann! Oh ja, mal Rockslide in dein Gesicht! Sein Eisenbeam trifft immer! Und dann noch krittet er ja wahrscheinlich. Ja. Ich verliere schon wieder die Scheiße. Alter. Nur weil er jedes Mal alles trifft und ich nicht. Weißt du, wolltest ihm Kohle abnehmen im Enkel drin und der zieht sich einfach komplett ab, Mann. Da liegst du auf dem Boden, ja, mit der Kohle. Also, kann dieser Eisenbeam auch mal daneben gehen? Volltreffer! Hat nur noch ein Pokémon bei Julian. Kämpft Julian gegen den gleichen Opa? Yes! Und dieser Nebel, der brennt. Hier, friss das, Opa! Friss das! Ja! Oh ja, aggressive Tut! Hallo? Warum seid ihr so aggressiv diesem alten Mann gegenüber? Ich trifft jede fucking Attacke, egal was er macht! Oh, Jan trifft! Hoffentlich reicht das. Wohin hitte ich den? Nein! Hast du das so oder so? Ich muss heilen, sonst bin ich tot! Ja! Komm, Rematch, Opa! Was hast du verloren, Julian? Nee, ich hab gewonnen. Bin schon durch. Er trifft alles, der Opa. Er trifft einfach alles. Jan träumt noch heute Nacht von alten Mensch. Entschuldigung, junger Mann. Dürfte ich mal da durch? Vielleicht krittet der mich noch? Oh, er hat gewonnen. Ja, mit 13 HP, Junge. Ey, Sieg. Da will ich jetzt keine Gefangene machen. Das ist ein Veteran, ne? Das weißt du schon, Jan. Aber der hat schon eine Menge gesehen. Verpiss dich! Muss ich hier oben lang oder wohin? Was muss ich? Hier vorne. Den Dude ansprechen. Genau. Und dann den Typen wegsnacken hier. Genau. Und dann musst du reingehen zu einer Wand, wo ein bisschen rumgemalt wurde. Ansprechen und dann hast du nochmal einen Kampf. Meinst du Hieroglyphen? Exakt. Oui. Ja, weil Julian versteht halt Französisch besser als Deutsch. Hätte ich auch gemacht. 10 von 10, Jens. Gratis. Schauen wir das mal jetzt mal an. Ja, warte mal, guck mal. Ach, schon, ich glaube, schon zu Ende, gute. Los, weg, dein Geringverdiener. Und jetzt kommt noch die Oma. Willst du auch fighten? Komm her. Genauso dreist wie der Typ. Pass auf, Mann. Die haben es in, ja, in sich. Die ist noch schlimmer als der Veteran da hinten. Pass auf. Mann, jetzt hör auf zu reden. Genau, und dann gehst du rein und dann... Mit den alten Leuten, die einem die Geschichte erzählen wollen. Früher, da habe ich... Genau. Oh, jetzt kommt die alte Schachtel schon wieder. Demnächst, wenn Julian auf der Straße ältere Leute sieht, verpiss dich! Oh Junge, du siehst genauso aus wie die Zeichnungen auf der Tafel. Rede doch nicht so viel. Wo sind ältere Leute, Julian? Einfach ein Köftespieß, ohne reden. Aber der Typ ist ja auch alt. Ich schau mir das jetzt mal an. Wäre schon peinlich, wenn Julian da verlieben würde, ne? Und die Kommentare unten. Der Frauenheld. Du zockst 5-6 Stunden am Tag? Weil es voll verwerflich ist, Junge. Huh. Weil der gerade eben geschrieben hat, der hat jetzt 5-6 Stunden jetzt gerade gespielt und hat jetzt insgesamt heute 300.000 K gemacht. Wie spielst du wie ich schon am Tag? Ja, Junge, lass die Leute auch machen, was die wollen, ja Bastard. Genau. Wenn er sich in einem Tag einen Coin will, ne, dann soll er das machen. Wenn er Spaß dran hat. Lass die jungen Leute doch. Ach, da hat der Dude hingeschrieben, keine Hobbys. Dann hat der Deutsche geschrieben, aber schön, dass man sagt, dass man keine Hobbys hat. Und dann hat der andere wieder geschrieben, war Spaß. Come on, alter Knacker, hast noch mehr Pokémon? Gib mir dein Cash. Gib mir all dein Geld. Und dann deine Pokémon. Das Pausenbrot wird abgezapft, Junge. Komm, Junge, gib rüber. Tschüss, alte Schachtel. Hoffentlich verrecken sie. Ich hoffe, ich sterbe meinen Freund tot. Was hast du gesagt? Nicht. Okay. Ach, jetzt, ach komm, ey, wer will denn noch mit mir reden? Heute habe ich internationalen sozialen Tag. Alter, was du so schreibst, schon sehr interessant. Mit Hobbys war nur Spaß. Ah, ja. Ja, jetzt einen aufmachen, so, haha, war gar nicht so gemeint, der Bastard. Lass ihm die Beine brechen, Jens. Alles klar. Ich weiß nicht, wo der wohnt, aber egal, scheiß drauf. Mir raus. Ich ruf die mal an, der fährt. Ja, Mann. Wenn wir da ankommen, dann muss er sagen, bliert. Ja, wir brauchen nämlich einen, der bliert vernünftig ausspricht. Wir würden also quasi einen Quotenrussen reinholen. Richtig. Du meinst wegen der Quotenschwarze der AfD. Richtig. Okay. Bin auch nur am Pass auf, ihr macht das in einem Monat, dann sieht mein Bart auch wieder asozial aus.
Dann gehe ich vielleicht jetzt durch. Oh, das wird knapp, Jan. Ist nicht winnable für mich. Du machst zwei Attacken und ich bin jedes Mal tot. Man kämpft ja wieder gegen den O. Ah, ne, den O hat er besiegt. Jetzt kämpft er gegen den Boss. Ich mach nichts anderes, aber Robert. Kann gut nachvollziehen. Das ist echt cool, die Attacke. Ich kann das nicht gewinnen, Junge. Ich mach immer so weiter. Kann man auf Rage spielen hier? Wenn du, das ist sehr komisch an. Jens, wie oft kann man Roast? 15 Mal, glaube ich. Verarscht. Ich glaube, du kannst nachgucken, Jens. Stimmt, ich will ja nicht mal kämpfen. Ich schaue ja gerade zu. Hat er ah, ne, 10 Mal. Er hat doch schon 6 Mal gemacht. Tja, hat er noch 4 Mal. Schade, Jan. Ne, ich mach nicht nochmal, ich bin weg vorher. Okay. Na gut, ich bin raus. Ciao, hau rein. Hau rein, Herr Wachmeister. Ciao, ciao. Ciao, ciao.